Herzlich willkommen, einen besinnlichen Montag in Tyrs Tempel wünsche ich euch. Und stelle natürlich wieder die Perspektive um. So, erstmal ganz vielen Dank, ist das Deutsch? Nein, nicht wirklich. Erstmal vielen Dank an die fleißigen Kommentatoren und die ganzen Tipps. Also Nico zum Beispiel, ja? Vielen, vielen Dank dafür. Auch ich lese die Kommentare immer sehr gerne, sie sind sehr lustig, beziehen sich aufs Spiel. Das sind Kommentare, wie man sie sich wünscht. Und hier, der Tempel war irgendwie gerade umgekehrt. Das sind Kommentare, wie man sie sich wünscht. Sie sind konstruktiv, enthalten Tipps. Selbst wenn sie nicht konstruktiv sind und sich auf das Spiel beziehen, kann man dazu auf jeden Fall immer etwas sagen. Also, vielen Dank an die fleißigen Kommentatoren wie Dio und Terra Brentford auch. Ganz, ganz vielen Dank. Ich beantworte diese Kommentare sehr gerne. Also, die Quote Zuschauer-Kommentare ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, finde ich. Also ich sage ja immer, dass ich die Spiele auf jeden Fall auch für mich spiele und aufnehme, damit da was herauskommt und ich die Spiele einmal gespielt habe. Aber diese Kommentare sind auf jeden Fall ein Anreiz. Also sie motivieren zusätzlich, sage ich mal. Das heißt, wenn die Woche mal hart ist, sagt man sich nicht nur, nö, ich setze mich jetzt nicht hin, sondern man macht es dann trotzdem zusätzlich. Das finde ich sehr schön. Gut. Und Nico, ich werde auf jeden Fall bei Sand jetzt verkaufen. Wenn ich dazu komme, dann schiebe ich halt Kelga mal ein paar Sachen zu und laufe dann halt mal ein bisschen öfter zum Tempel. Ich meine, Sand ist jetzt noch um die Ecke. Und wir müssen... Ach, wir waren mit dem Rundgang noch gar nicht fertig. Genau, es liegt wieder eine Woche und andere Spiele dazwischen. Zwischen der letzten Aufnahme und der jetzigen. Zwischen den drei letzten Aufnahmen, besser gesagt. Der Handwerksmaterialien. Handwerksmaterialien. Ich kann nicht mehr lesen. Ja, Papp klingt auch super. Ist ein super Name. So würde ich mein Kind auf jeden Fall nennen. Willkommen. Möchtet ihr meine Waren prüfen? Ja, wir sind nur zum Prüfen. Wir sind vom TÜV. Alle Studenten der Akademie. Oh nee, dann nicht. Kommen zu mir, um Reagenzien für ihre Schulprojekte zu erwerben. Ich glaube, diese Reagenzien schlagen aufs Gehirn. Wir haben ein paar besonders intelligente Vertreter der Akademie vor unserem Gasthaus gefunden. Also besser gesagt, sie haben uns gefunden. Okay, was genau verkauft ihr denn hier? Meine Spezialität sind alchemistische Komponenten, deswegen wurde ich hier auch in die Ecke verbannt. Das stinkt immer so ein bisschen. Die Häuser, die ihr hier hinter mir seht, zahlen besonders wenig Miete. Deswegen Mietausgleich und so. Naja, aber ist auch egal. Doch ich handle auch mit anderen Kleinigkeiten zu vernünftigen Preisen. Möchtet ihr mal sehen? Ja, zeig mal her. Die Reaktion ist günstig. Hier ist ein Mönchsgürtel. Aber wir haben ja, ist das ein anderes Spiel, wo wir kein Geld mehr haben? Na, ist auch egal. Wir untersuchen einmal. Bla bla bla. Ein Vergürtelprinzip. Verbesserter kritischer. Der ist gut. Nur benutzbar durch Mönch. Tja, Kelga, du musst noch ein bisschen was lernen, würde ich sagen. Bis wir hier für dich einkaufen können. So. Wir hatten das letzte Mal mit dem Mönch geredet. Der hat von einer Krypta erzählt, wo Nishka natürlich gleich looten wollte. Und wir werden einmal kurz auf der Karte gucken, wo diese Krypta sich befindet. Gruft der Verräter. Okay, dann sind wir auf dem falschen Weg. Hier ist Leraldons Versteck, um den kümmern wir uns später. Und dort geht es in den Park. Und ich glaube, dort hinten ist die Hintergasse. Auch um die kümmern wir uns. Um diese kümmern wir uns auch später. So rum. Also nicht wundern. Das ist die gleiche Aufnahme, in der ich auch schon Anno aufgenommen habe. Das heißt direkt am Donnerstag nach der Arbeit. Nach einem der Spätdiensttage. Das heißt, dort arbeite ich besonders lange. Was sich in meiner Fokussierfähigkeit niederschlägt. Das heißt, ich bin jetzt gerade ganz froh, dass ich ein Spiel mit ein bisschen Geschichte und kleineren Zielen verfolge. Wir konnten ohne Probleme rein. Es hat uns auch hier gerade gar niemanden empfangen. Eigentlich hatte er behauptet, wir würden empfangen werden. Das ist die Folge, bei der alle, die es mit Spoilern besonders ernst nehmen, oder die Folge danach, ich weiß es auch nicht, wir sind hier in der Gruft der Verräter und dort werden eventuell Geschehnisse aus... Gott, erschreck mich halt.
Ja, genau, lauft durch die Fallen. Ja, kein Problem. Tötet euch selbst. Tötet euch selbst. Was wollte ich sagen? Bei der Ereignisse eventuell angesprochen werden, die bei Neverwinter Nights 1 eine geschichtstragende Rolle spielen. Das heißt, wenn ihr lieber das erste Spiel sehen wollt, ohne gespoilert zu werden, dann empfehle ich euch, diese Folgen nicht zu gucken. Ich werde es wahrscheinlich noch in die Beschreibung oder auch in den Titel packen. Und dann könnt ihr selber gucken, ab wann ihr wieder gefahrlos zuschauen könnt. Nimm das! Ich frage mich gerade, ob das so die Idee war. Mit Gruften haben wir es ja nicht so. Wir sind ja auf Leicht schon die ganze Zeit gestorben. Okay, den Zombie haben wir angezündet. Da kommen aber noch ein paar mehr. Gut, ich zeige euch mal den Effekt von Wunden heilen auf Zombies. Das ist positive, gute Energie. Schön wird's, wenn man einen Kleriker oder einen Druiden mit Heilzauber, also Massenheilzaubern ausrüstet. Das ist dann immer schön, auf den Friedhof zu gehen. Dann stellt man sich hin in die Mitte, zaubert einmal Massenheilung oder ich weiß nicht was. Das heißt, man kriegt 150 Lebenspunkte aufgefüllt als Gefährte und die Zombies erhalten 150 Trefferpunkte Schaden. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir in diesen Genuss kämen. Da brauchst du es nicht zweimal. Oh, habt ihr gesehen? 3 Lebenspunkte. Ich bin hier sehr blauäugig hereingerannt. Ich kann diesen Auftrag erfüllen. Ja, ich weiß auch nicht, ob du... So, wir haben jetzt hier... Oh, 5 Zombies noch. Ich hoffe, Nischka hält noch ein bisschen durch. Wir können natürlich Eleni sie heilen lassen. Hier, mach mal so. Hast du Heilertaschen? Alle sofort stehen bleiben. Haltet mir den Rücken frei. Ah, ich glaube, sie hat keine Heilertaschen. Mal gucken, ob ich das hier während des Kampfes umschieben kann. Wir haben ja eine gefunden oder bekommen. Ah ja, das geht. Gut. So, dann nochmal von vorn. Heil sie mal bitte. Sehr schön. Habt ihr das gesehen? Besser als jeder Zauber, den sie gerade beherrscht. Später ist das natürlich nicht mehr so. Welchen Zombie zünden wir jetzt an? Neverwinter Nights 1 spiele ich auf sehr schwer. Das hier spiele ich auf Hardcore, denke ich. Glaube ich. Das war falsch. Nein, ich möchte das nicht speichern. Spieleinstellungen. Hier. Spielaudio. Hardcore, genau. Mit dem Erfolg, dass ich... Nein, ich möchte nicht zurück zum Desktop. Was tue ich da? Einfach mal auf Felder klicken. Gute Idee. Nein, eine sehr schlechte Idee. Gut, wir werden hier einmal zurückgehen. Mit dem Erfolg, dass Rapunzel, meine dusselige... Ich meine natürlich sehr intelligente... Menschenhexenmeisterin. Oh, wieso sind hier Feinde denn hier? Das finde ich nicht in Ordnung. Verdammt. Das ist ja wie bei Minecraft, wenn man nachts nicht schlafen kann, weil dort ein Zombie in der Nähe rumsteht. Meine Hexen. Okay, wir müssen uns so durchschlagen. Auf jeden Fall kann man dann auch auf Gefährten zielen, was etwas ungünstig ist. Weil es Rapunzel... Also ich schaffe es regelmäßig, ja, Rapunzel auf ihre Gefährtin zielen zu lassen. Du machst das, okay. Ja, mit dem Erfolg, dass ich ihr dann Schaden zufüge. Also zum Glück trifft Rapunzel nicht besonders oft, selbst wenn sie zaubert. Das ist natürlich von Vorteil. So, ich bin jetzt schneller mit der Falle, Nischka. Mahaha. Hatte ich nicht mal Muss ich dazu etwas sagen? Nein, muss ich nicht. Ich habe mich gerade selbst verletzt. Ja. Selbstverletzendes Verhalten. Bonaparte. Ich würde sagen, wir sind so gut wie tot. Oh, hier können wir rasten. Das ist sehr sonderbar. Wahrscheinlich sind wir an einem größeren Komplex vorbeigegangen, wo... Sieht man ja hier. Wahrscheinlich ist... Ausgang. Okay, hier kann gar keine Kammer sein. Jetzt sind wir hier, okay. Wir klappern erst einmal den Gang ab. Eigentlich machen wir das so wie immer und... sehen dann zu, dass wir was willst du von mir? Ich weiß auch nicht. Dass wir die Gänge erstmal sauber kriegen und dann die Räume angucken.
Genau, dann wollte ich jetzt ihr Verhalten einmal abchecken, untersuchen. Genau, Verhalten. Ich hätte gerne, dass du die Fallen nicht entschärfst, auch wenn ich darin so grandios versage, weil ich möchte die nämlich ausbauen. Falle einsammeln, bitteschön. Der Schwierigkeitsgrad ist dazu zwar schwieriger und wir haben vielleicht einige Misserfolge und ausgelöste Fallen zu verkraften. Falle ausgelöst. Also wir hatten hier 28, dann war es nur ein Misserfolg. Und wenn man, glaube ich, 10 Punkte drunter ist, dann löst man die Falle aus. Aber anscheinend hatten wir den Zähigkeitswurf nicht verpatzt und Glück gehabt, würde ich sagen. Gut. Nee, wir öffnen die Tür. Hier ist die nächste Falle, die wir versuchen einzusammeln. Und hoffen, dass die Gefährten nicht hindurchrennen. Oh, diesmal hatten wir Erfolg. Das war schön. Der Bildschirm spiegelt gerade ein bisschen. Deswegen sehe ich nicht besonders viel. Aber es ist auch egal. Ihr seht, diesmal ist der Dungeon schon relativ groß. Aua. Wir haben uns selbst verletzt. Gib mir etwas Zeit und ich kümmere mich darum. Warum denn? Ach, da kommen Zombies. Okay. Wir visieren an. Und hier... Wow. Eleni bezieht wieder Energie aus kaputten Glühbirnen. Und der Türtempel, sage ich euch, ist voller kaputter Glühbirnen. Ja, okay, meine Gefährten machen das schon wieder. Das ist ja auch schon wieder wie bei Rapunzel. Rapunzel wäre ohne die Gefährten ziemlich aufgeschmissen. Dann kümmern wir uns mal um die Falle. Oh, danke schön. Haben wir es eigentlich schon mal geschafft? Hups. Nein, schon wieder falsch. Haben wir es schon mal geschafft? Nee, haben wir noch nicht. Ich glaube, die nächste Stufe ist dann die, bei der wir in unserer... was machst du? Na, okay, von mir aus kannst du sie ausbauen. Ich glaube, die nächste Stufe wird es dann endlich sein, auf der wir dann die Prestige-Klasse wählen können. Das ist natürlich sehr schön. So, baust du das jetzt mal aus? Oh, baust du das aus, böser Hund? Du kannst auch gar nichts, Swings. Gut, ich könnte das auch nicht, also Fallen ausbauen. Hätte ich viel zu dunkle Finger. Wie ein Ghoul, nein, lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht, dass ein Ghoul mich anfasst. Und was bist du? Bist du auch ein Ghoul? Nein, lass mich in Ruhe. Oh, wow. Danke. Was wäre ich ohne meine Gefährten? Ich wäre so gut wie tot, würde ich sagen. Oder gelähmt oder krank. Man kennt das ja. Ich kann irgendwie nicht glauben, ja, dass wir im Hardcore-Modus spielen. Vielleicht spielen wir aber auch nur intelligent. So. Gib mir etwas Zeit und ich kümmere alle so. Normalerweise nutze ich auch sehr gerne. Hier. Ja, jetzt sind wir schon krank. Danke. Dumme. Dumme Nuss. So ein blödes Teil. So, Eleni, hast du etwas gegen Krankheiten? Heilen kannst du mich ja nicht. Sonnenkörper, Rindenhaut. Gut, ich lasse mich dazu breitschlagen, dein Zauberbuch neu zu organisieren. Bei 1 haben wir hier Krankheit bannen oder so. Irgendwo hat man noch Krankheit heilen, oder? Vitalität, Tarnung, Verstricken. Heilender Stich? Was ist denn das? Erklär's mir! Indem ihr die Macht der negativen Energie auf eine lebende Kreatur richtet, verursacht ihr eine plus 1 und bla bla und erhaltet dieselbe Anzahl an Trefferpunkten, wenn ihr einen erfolgreichen... Achso, okay, das ist nur gut für jemand anderen. Massenmimikrie? Nee. Teilweise Genesung wahrscheinlich. Ah, da müssen wir erstmal die Krankheit loshaben. Haben wir denn Krankheit heilen? Haben wir keine Krankheit heilen? Kreatur. Unterkühlung klingt auch sehr nett. Natürlich nicht für Swings und Co. Madenbefall, lecker. Oh, die weißen Würmchen. Hm, njam, njam, njam. Bäh.
Dehydrierung, Ansteckung. Oh, Druiden sind doch ein nettes Völkchen, oder? Mächtige Resistenz, Kälte, Überschlagsblitz. Wo sind denn diese Krankheiten? Katzenhafte Anmut, krieg eine Kälte, bla bla bla. Teilweise Genesung, wie gesagt. Ist Krankheit kurieren? Vielleicht nur für, hier Kleriker? Naja, gut. Dann nehmen wir teilweise Genesung. Hier ist Swings krepiert schon fast halb. Das ist Stufe 2. Anstelle des Sonnenkörpers hier. In der Gruft und anstelle der Rindenhaut. In der Gruft kann man teilweise Genesung auf jeden Fall gebrauchen. Dann schlafen wir mal und hoffen, dass die Krankheit verfliegt. Ich fürchte, diese Last ist zu viel für mich. Ja, ich fürchte auch. Hier Aventurien, ne? Also hier Drakensang habe ich auch noch im Schrank stehen. Also DSA, nicht Dungeons and Dragons. Wer den Unterschied weiß. Es gibt ja Fanatiker überall, nicht wahr? Und da gibt es welche, DSA ist besser und Dungeons and Dragons wäre besser. Ich finde, beide Systeme haben etwas und als Computerspiel. Also DSA ist etwas detailreicher, finde ich, in den Würfen. Oh, verdammt. In den Würfen generell. Oh, jetzt sind plötzlich Feinde in der Nähe. Du bist dein einziger Feind. Die Angst ist dein Feind. Ach. Plötzlich. Wahrscheinlich wollen sie nicht, dass man mogelt. In der Tat. Wir sind aber auch nur krank. Okay. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Wir wollen euch ja auch nicht mit Rasten stören. Also, was das System angibt, gibt es natürlich wieder irgendwelche Verfechter. Sphinx. Loser. Da ist wieder eine Falle. Aber ich finde, wie gesagt, beide Systeme haben etwas und ich setze mich gern mit toll Sphinx Rollenspielsystemen auseinander. Ich habe das, also Dungeons and Dragons habe ich als Pen and Paper einmal gespielt. Sind wir jetzt eigentlich einmal rum? Ja, fast. Da fehlt noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen bis nach oben. Also Dungeons and Dragons habe ich als klassisches Pen and Paper gespielt. In der Schule. Jetzt schlafen wir. Das ist auch schön. Oder sind benommen? Betäubt. Okay. Krank und betäubt. Alles gut. Alles klar. Alles super. Kein Problem. Hier gibt es nichts zu sehen. Geht einfach weiter. So. In der Schule und zum Teil noch auf der Uni, bis man eben gar keine Zeit mehr hatte. Oder die Leute, mit denen man da gespielt hatte, fertig waren und weitergezogen sind. Und irgendwann hat man das halt einfach nicht weiter beliebt. Und dort hat man dann klassisch Dungeons and Dragons gespielt. Und DSA habe ich nur, Dankeschön, erwähnungshalber von einer Freundin. Also weiß ich von einer Freundin. Und habe es dann das erste Mal richtig bei Drakensang gespielt. Also was heißt hier richtig? Über Drakensang kennengelernt ein bisschen. Aber Computerspiele und normale System, also das normale System bei Pen and Paper kann man ja eigentlich nicht vergleichen, da es in Computerspielen ja meistens vereinfacht ist. Aber diese Grundlagen, wie wird welcher Würfel gezählt und wie werden Sachen gewertet, welche Zaubersprüche gibt es und so weiter, die erfährt man wenigstens so auszugsweise. Oh, Schatten. Ja, ja, haut mal rein. Kein Problem. Alles kein Problem. Ich bin beeindruckt. Ich dachte schon, ich hätte Sonnenkörper oder sowas noch aktiviert. Nein, hatte ich nicht. Was ich sagen wollte, ist, dass ich die Art, wie man würfelt, bei DSA eigentlich auch nicht schlecht finde. Nimm das! Und wie ich darauf gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Naja. Gut. Habt ihr schon mal Pen and Paper Rollenspiel gespielt? Würde mich auch mal interessieren. Falls ihr euch gemüßigt fühlt, dort so etwas zu schreiben, könnt ihr das gerne tun. Ich habe neben Dungeons and Dragons auch noch Midgard Rollenspiel Bücher im Regal stehen. Dort fand ich unter anderem sehr positiv, dass man irgendwann nicht auf Stufe 20 30.000 Lebenspunkte haben kann. So als Barbar bei der Dungeons and Dragons ist das ja manchmal etwas übertrieben.
Haben wir irgendwie knapp 200 Lebenspunkte, wenn man schlau gesteigert hat. Oder mehr sogar noch. Ich hatte irgendwann mal, genau, Mask of the Betrayer hatte ich als Barbar einmal durchgespielt und hatte ich irgendwie 500 bis 800 Lebenspunkte, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es mordsmäßig übertrieben. Und das ist bei DSA ja auch ähnlich. Also man bekommt allenfalls, falls man irgendwie konstitutionssteigert, mal ein, zwei Lebenspunkte dazu oder kann halt einen Punkt darauf verwenden, um die Lebenspunkte zu steigern. Aber man bekommt nicht jedes Mal ein W6 oder ein W10 oder ein W12 wie beim Barbar an Lebenspunkten dazu. Aber ich bin sehr erfolgreich im Fallen einsammeln, merke ich gerade nicht. Ach, naja. Gut. Oh, ich habe mich schon wieder verquasselt hier mit euch. Wir sind jetzt hier einmal rum, ja. Diese Folge ist mit Wir clearen den Gang draufgegangen und wir reden über Rollenspielsysteme ein bisschen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu durcheinander. Also bei Midgard, merke ich jetzt nur noch zum Ende einmal kurz an. Die Art und Weise, wie die Rüstung gehandhabt wird, finde ich ziemlich gut. Weil bei Dungeons & Dragons ist das hier so, entweder wirst du getroffen oder nicht. Und entweder es gibt Schadensreduzierungsrüstung, das ist ja, dann geht ja auch ein bisschen so in die Richtung, aber bei Midgard ist es eben so, dass wenn du eine Rüstung hast, also ob du getroffen wirst, berechnet sich, glaube ich, über den Ausweichwert und die Rüstung bestimmt dann, wie viel Schaden abgefangen wird. Also es wird nicht bestimmt, okay, du hast diese und jene Rüstung an, du wirst getroffen oder nicht, weil du eine Ritterrüstung mit plus 8 hast und so weiter, dann wirst du halt erst ab 18 getroffen. Ja, und das ist bei Midgard nicht so. Das finde ich sehr schön. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Ja, ich bin aus der Steuerung. Spreche mit, handeln. Oh, ich kann. Ach ja, dieses Handel-Icon ist für. Ich bitte euch, mir sofort zu folgen. Ja, folgt mir zum Ausgang. Wir haben das Ende der Folge erreicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Kommentieren, falls ihr Lust dazu habt. Wenn nicht, dann lasst es einfach und guckt euch die nächste Folge an. Hier muss keiner, hier wird niemand gezwungen. Ja, viel Spaß und wir sehen uns Mittwoch wieder. Auf Wiedersehen.